Herzlich willkommen. Freut mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast auf meinem YouTube-Kanal. Das Thema heute soll nicht dieser Wahnsinnsrevolver sein, sondern das Otis Reinigungsset. Otis ist eine amerikanische Firma, aus den USA natürlich. Und das hatte ich schon lange versprochen, dass ich das mache. Ich habe die zwar schon oft gezeigt, ich habe ja auch schon mehrere Videos über Waffenreinigungszubehör. Aber ich habe das Otis-Set noch nicht vollständig vorgestellt. Und es gibt auch nicht das Otis-Set, sondern es gibt ganz viele. Die Firma hat eine riesen Produktpalette, wie hier die Ripcords, die ich übrigens nicht mag von Otis. Da mag ich andere Hersteller lieber. Ja, richtig gut. Das ist meine erste Wahl. Ich habe mehrere. Ich habe vier oder fünf unterschiedlichste Sets. Ich habe auch zum Beispiel das sind hier nur ein paar Teile davon, das Buttstock Cleaning Kit für AR-15. Da kommt es hinten in den Schaft rein. Das ist eins der ganz alten, die sie haben. Ja, gut. Das hier ist ein universelles. Ich habe noch eins für Sniper in den Kalibern für Scharfschützen, also 9 mm, 223 und 762. Und das ist eins mit ganz vielen unterschiedlichen Kalibern. Das habe ich etwas geplündert, da zeige ich euch auch gleich warum. Man hat mir hier diese Einsätze, wo dann das ganze Zubehör ist, hier die Kabel zum Durchziehen. Hier hinten dann noch die Reinigungspatches. Und so weiter. Das hier ist das Flinten-Putzzeug. Darauf will ich heute nicht speziell eingehen. Und dann ist es so, dass bisher haben die hier diese Schaumstoffeinlagen verwendet. Die funktionieren hier ganz gut, in diesem hier, aber wenn die viel benutzt werden, wenn die Reinigungsmittel abbekommen und so weiter, dann lösen die sich und sie halten nicht mehr, es ist alles nicht so das Wahre. Das ist top aktuell, das habe ich mir letztes Jahr erst besorgt. Fliegt mir hier der Putzstock raus. So, und hier ist es zum Beispiel so, in den neueren haben die hier diese. Fliegt mir alles raus. Haben die hier diese Klammern? Das macht das alles ein bisschen stabiler, in die man dann das Zubehör reinstecken kann. Ist ein Laufspiegel, zeige ich gleich noch. Ja, und statt von den Schaumstoffeinsätzen sind sie weggekommen. Und haben hier diese Plastikeinsätze. Ja, ich bin auch nicht so hundertprozentig davon begeistert. Aber das, was drin ist, davon bin ich absolut begeistert. Richtig toll, finde ich richtig, richtig gut. So, jetzt hole ich da mal ein bisschen was raus, weil ich bin davon nicht so begeistert, weil die Sachen halten nicht so gut da drin. Die Bürsten hier gehen, aber hier die anderen Sachen, die fliegen dauernd raus und das nervt einfach. Das ist wirklich lästig. Das ist eigentlich nicht drin. Das sind lauter Imbusschlüssel. Ein Satz mit Imbusschlüsseln, die ich mir zusammengesucht habe, ist sehr praktisch. Ja. Q-Tips, immer praktisch, die sind normalerweise auch nicht drin. Das sind selber zusammengeschnittene Reinigungspatches und warum die Löcher da drin sind, erkläre ich euch gleich. Kleine und große. So, und das sind die Reinigungskabel. Und das ist genau das, was ich hier dran so mag. Diese Kabel und eben keine Putzstöcke. Ich finde die allermeisten Putzstöcke richtig schlimm. Jetzt packe ich den hier aber wieder weg, weil hier ist nur gerade nur einer für ein Gewehr drin. Und dann hole ich mir noch einen für eine Kurzwaffe, weil dieser Python ist dreckig und den mag ich jetzt putzen. Dann kommt die Sprachpolizei, die mir wieder erklären will, dass ich nicht putzen sagen darf. Ich habe auf meinem Blog übrigens auch durch die Literatur bewiesen, dass man sehr wohl putzen sagen darf. Putzen ist absolut korrekt.
So. Aber beim Militär und auch so sagt man ja reinigen, keine Frage. Ihr merkt, das wird wieder ein längeres Video. Als ich die Sachen zusammengesucht habe, habe ich in meiner Reinigungskiste eine Wehrmachtsreinigungskette gefunden. Hat mich sehr gefreut. Beziehungsweise die ist ja gar nicht Wehrmacht, die ist 1937. Also ist es ja noch Reichswehr Appel 37. Hat mich sehr gefreut. Gut. Hier war noch Otis CLP drin. Cleaning, Lubricant, Prevention. Nennt man halt CLP im Englischen oft. Und die haben jetzt offenbar zu Shooters Choice gewechselt und mit denen einen Vertrag. Ich mache das folgendermaßen. Ich zeige euch jetzt erstmal, warum ich Putzstücke nicht mag. Ein normales Reinigungsset aus einer Erbschaft. Das Besondere hier ist, sind VfG-Filze drin, die da normalerweise nicht reingehören. Die sind extra dazu gekauft. Die sind was ganz Spezielles. Die sind auch echt nicht schlecht, weil die dafür ausgelegt sind, dass man sie hin und her schieben kann. Das macht das Ganze sehr einfach. Da will ich heute aber nicht drauf eingehen. Das würde den Rahmen sprengen. So, jetzt zeige ich euch erstmal hier den Python, eine Wahnsinnsmaschine, die über 2000 Euro kostet. So, und ich hoffe, jetzt kann man etwas den Dreck sehen. In den Lagern ist etwas und der Lauf ist richtig dreckig. So, jetzt seht ihr den Dreck vorne und jetzt mal schauen, dass ihr den Dreck hinten noch seht, weil hinten ist viel mehr Dreck. Da, jetzt hat man kurz gesehen. Da sieht man jetzt hinten. Hinten ist jede Menge Dreck drin. So, Revolver reinigen ist anstrengend, keine Frage. Man hat sechs Patronenlager und einen Lauf. Und sie sind von hinten nicht uneingeschränkt zugänglich. Das macht das Reinigen sehr aufwendig. So. Also, Putzstöcke mit einem Griff. Der Griff ist nämlich hier was vom Schwierigen. Funktionieren so, dass man den durchsteckt, die Bürste draufschraubt. Ich weiß, das habe ich schon in vielen Videos gesagt und erklärt. Aber das ist der Knackpunkt, warum ich Otis so mag. So, jetzt zieht man die Bürste durch. Und das macht man öfter. Man schraubt ihn los und zieht ihn durch. Ich sage jetzt mal, fünfmal ist das Minimum, dass man das machen muss. Mit einer Metallbürste. Sonst kriegt man den Dreck nicht runter. So, und das ist super, super aufwendig. Man muss jedes Mal abschrauben. Jedes Mal. So. Jetzt nehmen wir hier ein Katzenhaar, hier 38er Bürste. Dann kommt dazu bei den Putzstöcken, wenn man da, die darf man nur in eine Richtung durchziehen. Man darf sie immer nur in diese Richtung benutzen. Manche Leute wollen die nicht ziehen, sondern wollen die schieben. Bei einer Büchse schieben sie dann zum Beispiel von hinten die Bürste durch. Dann werden die Borsten in diese Richtung gebogen, leicht. Wenn man das wechselt, wenn man die Zugrichtung wechselt von seinem Reinigungsset, dann geht es hin und her, die Borsten, und brechen ab. Das ist nicht Sinn der Sache. Also das macht das kaputt. So, das ist hier gar nicht möglich.
So, hier ist eine Schlaufe für die Reinigungspatches. Die Reinigungspatches sind auch was von dem, was richtig toll ist. Ah, hier ist ein komischer Adapter gerade drauf. So, so ist das normalerweise. So, und jetzt Otis-Set, das zieht man einfach durch. Durchgezogen. Durchgezogen. Super, es ist richtig gut. Die Bürste habe ich schon ganz viel verwendet, deswegen geht die hier etwas leicht durch. Die sollte eigentlich strenger durchgehen. Schwerer, bei einem neueren geht sie auch schwerer durch. So. Und den Revolver, den Lauf. Jetzt muss ich erst mal hoffen, ich weiß es nicht, ob es hier funktioniert, dass ich die Bürste hier reinbekomme. Ich kriege die hier gar nicht rein. Die ist schon zu lang dafür. Das heißt, da bin ich entweder gezwungen, irgendwie von vorne rein und raus. Das ist total blöd. Und wenn ich von vorne reinfahre, dann landet mir der Dreck hier hinten im System. Das ist auch nicht Sinn der Sache. So. Mit dem Otis-Set. Die Bürsten sind jetzt nicht so lang. Und jetzt kann ich das einfach hinten reinschieben. Und wenn es jetzt nicht geht, hier, das reicht kaum. Macht aber nichts. Dann schraube ich es hinten drauf. So, das ist jetzt natürlich auch aufwendig. Ja, klar ist es aufwendig. So, Vorführeffekt. Natürlich ist es aufwendig. Aber das ist nun mal eine Sache des Revolvers, ein Problem des Revolvers. Wenn man da eine Ripcord nimmt, dann hat man das ratzefatze durch. Deswegen sind die auch so beliebt, sind aus gutem Grund so beliebt. Ich mag sie auch. Das ist eine, genau, das ist eine 9 mm Ripcord. Aber wie ich schon sagte, die von Otis, die mag ich nicht wirklich, weil da keine Metallborsten dran sind. Und die kann man ganz leicht von hinten reinschieben. Gut, schauen wir mal, wie der Lauf aussieht. Das sieht schon einiges besser aus. Also, und wenn man jetzt eine Pistole hat. Ich schieße nicht so viel Revolver. Wenn man jetzt eine Pistole hat, da hat man das mit dem Abschrauben ja genauso. Aber eben hiermit ist es überhaupt kein Problem. Die zieht man einfach durch, ohne irgendwas abschrauben zu müssen. Und genau das ist der Mist bei diesen Putzstöcken, die so verbreitet sind. Ich zeige euch kurz was anderes. Das ist das Reinigungsgerät 66. Das war vor allem bei der Polizei im Einsatz. Und das hat nämlich einen Putzstock ohne Griff. Das ist sehr schlau gemacht. Weil diesen Putzstock ohne Griff, den kann man genauso einfach durchziehen. Geht auf das Wehrmachtsputzzeug zurück. Mit der Kette, hier hat man das ja auch, dass man es einfach durchziehen kann, ohne dauernd irgendwas abzufädeln und so weiter. Und den kann man auch einfach durchschieben, durch den Pistolenlauf oder hier durch die Revolvertrommel. Da war schon ordentlich Dreck noch drauf. Drin. Genau deshalb. Mag ich nicht, halte ich für das Schlechteste, was es gibt. Gut, wir machen bei Otis weiter. Wir haben hier jetzt die Drahtbürste durchgezogen und jetzt kommen die Reinigungspatches. Und die sind was richtig Besonderes. Die kann man sich auch selber machen. Das hier habe ich mir selber gemacht, zeige ich euch gleich. Lass ich erstmal ab. So, das sind die Otis Reinigungspatches. Gibt es in Kleinkaliber, die sind nur für Kleinkaliber und die sind für alles.
Die gehen von Kaliber 22 bis hin zu Kaliber 12. Richtig genial gemacht mit diesen Löchern. Jetzt nehme ich mal hier kurz die Anleitung. Für alle Kaliber, für Kleinkaliber nimmt man die äußeren Löcher und für Großkaliber die inneren. Und dann, je nach Kaliber, greift man das Patch an einer anderen Stelle. Und das versuche ich euch jetzt mal zu zeigen. Wir haben hier einen Großkaliber-Revolver. Wir stecken das hier durch. Und hier, Kaliber 38, soll ich es etwa an dieser Stelle hier greifen. Jetzt fädelt man das da durch und stülpt es um. Und je nachdem, an welcher Stelle man das greift, wird es dicker oder dünner. Fände ich richtig genial. Ich habe schon ein extra Video gemacht über die beiden Öler der deutschen Soldaten von 1934 bis heute. Jetzt nehme ich hier heute aber mal das Shooter's Choice. Man löst es an mit der Drahtbürste, dann kommt hier etwas Öl drauf. Und dann zieht man es durch. Und hier ist wieder genau dasselbe. Das zieht man einfach mehrfach durch. Man kann so einen Reinigungspatch sechsmal durchziehen und es kommt immer noch Dreck raus. So, und jetzt merke ich, es ist etwas locker. Man könnte also das Patch an einer etwas anderen Stelle greifen. Je weiter weg man es von dem Dochthalter greift, desto dicker wird es. Ihr seht hier, Kaliber 30, also 7,62 hier, 9 mm hier, Kaliber 45 hier unten. So, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Diese Stelle hatte ich gegriffen und jetzt gehe ich mal hier rüber. Jetzt mal schauen, ob es dann schwerer gehen wird. Oder wie viel schwerer? Ja, genau so muss es sein. So viel Dreck kommt da jetzt gar nicht runter, seltsamerweise. Bisschen was. Aber der Revolver, der ist dreckig. Jetzt gehe ich nochmal durch den Lauf. Da sollte einiges runterkommen. Auch nicht viel. Also, richtig genial. Das ist das Kurzwaffenreinigungskabel und Langwaffenreinigungskabel sind auch drin. Das ist echt praktisch, dass beides drin ist in vielen Sets. Dass man hier nicht mit so einem, was weiß ich, 80 cm langen Kabel hantieren muss. Dann hat man in fast allen davon diesen Stock. Dann hat man teilweise auch hier einen Adapter mit einem Quergriff. Dann kann man hier sich entweder diese Zahnbürste drauf machen oder eine Patronenlagerbürste. Ist ein großes Mysterium, ob es die überhaupt braucht und ob sie was bringen, Patronenlagerbürsten. Aber ja, schlecht ist nicht und ich benutze sie auch. Und dann ist natürlich auch so, das ist alles ummantelt und es ist nicht aus Stahl oder so. Das ist irgend so eine Bronzelegierung, das ist mein Magnet. Und da wird der Lauf nicht beschädigt. Und innen ist ein Stahlseil, das mit Kupfer ummantelt ist. Also eine super Sache. Das ist relativ neu. Also das gibt es nur in den neueren Sets, die älteren haben das nicht. Das ist zum Durchziehen. Das klemmt man dann hier drum. Also man zieht das durch, macht hier diesen Griff dran und dann kann man es da dran durchziehen. Und das ist gerade, wenn es mal schwerer geht, eine echt super Sache. Ein Carbon Scraper aus Bronze, den kann man auch an diesen Griff dann dran machen. Eben, man hat da diverse Adapter und so weiter, je nachdem, was man halt für ein Set hat. Und zum selber machen. Das sind so klassische Reinigungspatches, was einfach irgendein fester Baumwollstoff ist. Das ist eine super Sache, weil die fusseln nicht. Und wenn man sich jetzt hier Löcher reinschneidet, was ich hier gemacht habe, hier habe ich mir genau solche Löcher reingeschnitten. Da sieht man eins und da. Und dann muss man die sich nicht extra kaufen. Jetzt kommt aber eine Warnung. Die sind ja super fest. Und die sind nicht,
Und die unterscheiden sich zum Beispiel von so einem klassischen Bundeswehrreinigungsdocht dadurch, dass der hier ist, der ist flexibel. Den kann man zusammendrücken und das kann man hier nicht. Und wenn man sich hier verschätzt, dann kann der ganz heftig festklemmen. Also wenn man den dann zu dick macht, dann kann der einem im Lauf richtig festklemmen. Richtig fies, da muss man wirklich aufpassen. Also wenn man das macht, muss man sich dran rantasten und sich dann ganz genau merken, an welcher Stelle man das durchfädelt. So ein kleiner Tipp von mir, ich putze schon 15 Jahre meine Waffen. Vor allem mit den Otis-Sets. Ich bin total überzeugt von den Dingern, total. Denkt dran, das ist keine Werbung. Auf meinem Blog ist nichts gesponsert, gar nichts. Das habe ich mir alles selber gekauft. Ja, was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Gar nicht viel, habe ich in den anderen Videos auch schon gesagt. Ganz billiges Parkside-Öl vom Lidl, kostet 3 Euro die Sprühflasche. Damit reinige ich die Waffen. Und mit dem W18 Bundeswehröl konserviere ich sie. Weil das ist flüchtig, das verdunstet, das ist super zum Reinigen, aber nicht zum Konservieren. Und wenn ich dann eben was schmieren oder konservieren will, dann benutze ich das Bundeswehröl. Es gibt unzählige Öle, die sind alle gut, das ist keine Frage. Waffenöl ist keine Raketenwissenschaft. Spaß. War ein kleiner Wortwitz in Anspielung darauf, dass WD-40 ja für die Atomraketen entwickelt wurde, was ich lange auch nicht wusste. Es gibt nur eben diese eine Sache, die man nicht machen darf. Man darf mit so einem Zeug oder mit vor allem WD-40 nicht konservieren. Das funktioniert nicht. Das Öl verdunstet und dann können die Waffen trotzdem rosten. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man seine Waffen reinigen kann. So viele. Mehr als irgendwie ein Bundeswehr-Set braucht man nicht. Das ist das klassische Bundeswehr-Set. Ein Tipp von mir, wenn ihr die Ketten billig bekommt und Kurzwaffen putzen wollt, dann zwickt die einfach durch. Zwickt die einfach hier durch. Dann müsst ihr da nicht mit so einer elendslangen Kette an der Pistole rumhantieren. Das ist super. Das ist richtig gut. Die hat man, ich habe in meiner Reinigungskiste unterm Schreibtisch, habe ich in einer kleinen Plastikschale die Kette mit einem fertigen Docht eingefädelt und so eine Bürste. Das kann ich da in Sekunden durchziehen. Das ist eine super Sache. So, und mehr als sowas braucht man gar nicht. Und eben hier hat man dieses Rumgeschraube nicht. Das ist so furchtbar. Und man kriegt sie in jedem Waffengeschäft und jeder zweite Waffenbesitzer hat so einen blöden Stock bei sich rumliegen. Naja. Gut. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Die Otis Putzsets. Für einen Steyr geradezu Krepetierer. Cooles Teil. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig, richtig gut. Die neueren kommen in diesen Plastikboxen. Das Set war hier drin. Hier habe ich jetzt nur noch Reinigungspatches drin. Sehr schick. Ja. Ciao, macht's gut.